mal ganz einfache Tipps, kommen wir mal noch zu Tipps, was du so tun kannst bei Stressbelastungen im Alltag, bei der Arbeit, Hausnummer, im Büro, im Auto oder wo immer du bist. So, erste Übung ist einmal, du entspannst dich einfach und schaust ins Leere. Kennt ihr das? Als Kinder haben wir das auch gemacht, haben gesagt, schaust ins Nahenkastel, setz dich einfach hin, lehn dich mal an oder sitz so wie ich so hier und du gar nichts. Schau einfach so in einen Punkt hinaus und der Geist wird runterfahren, wird mit der Zeit ruhiger werden, weil du einfach aus dieser Aktivität rausgehst. Das kannst du im Büro machen, hinter dem Bildschirm wird kein Mensch mitkriegen. Ein anderer Trick ist, du könntest dann theoretisch auch so einen Stift nehmen, haltest den Stift und schaust nur den Stift an oder stützt es ab und schaust einfach nur 30 Sekunden, eine Minute den Stift an. Nicht den Finger. Der Finger ist in einer Kombination Körper und du, da läuft was dann ab, aber einen Gegenstand einfach so anzuschauen, nichts tun. 30 Sekunden, eine Minute und dein Programm wird langsam runterfahren. Du nimmst einfach einen kurzen Moment, eine Auszeit. Ja? Kannst auch nicht im Büro, weiß ich von einer Klientin, da haben wir das einmal herausgefiltert, wo kann sie so und wie in den Starttag, in den Tag starten und haben wir entdeckt, ja, in der Früh, wenn sie ein bisschen früh aufsteht, auch vor den Kindern, auch wenn es Haus Nummer 5 in der Früh ist und sich ihre Zeit nimmt, ihren Tee, ihren Kaffee nimmt, sich hinsetzt, irgendwo die Möglichkeit hat rauszuschauen und einfach so Gedanken verloren, 2, 3 bis 5 Minuten rausschauen, alles loslassen, ganz locker sitzen. Das kannst du im Büro machen, ins Leere. Okay? Das wäre Übung Nummer 1. Übung Nummer 2, auch im Büro, überprüfe dein Kiefer und deine Zunge. Wir sind hier sehr oft verspannt, verbissen, wir verbeißen uns in etwas. Ja? Und da einfach schauen, wieder Körperhaltung, entspannen, aufrichten, nicht so, ne? Richte ein bisschen auf und lass da ein bisschen locker. Okay? Auch die Zunge. Auch die Zunge haltet oft fest im Mund, alles ist angespannt und das macht Stress, schickt Mikrostress hinein und es ist eine Reaktion auf Stress eigentlich über den Körper, schickt diese Information hinten hinein zu deinem Gehirn, zu deinem Nervensystem und daher ist alles angespannt. Loslassen. Okay? Diese Übung kann man ausbauen. Schritt 3, das wäre, du streichst aus. Ja? Nimmst deine Hände. Und dabei lässt du deinen Kiefer etwas fallen und streichst es aus. Okay? Kannst im Büro machen, irgendwo hinterm Bildschirm, an deinem Schreibtisch. Okay? Streichst aus und genauso hier. Wir empfehlen auch hier, diese Muskulatur geht bis daher herunter. Kannst hier ausstreichen, auch in den Nacken, dich sanft berühren und einfach ganz angenehme Berührungen. Wenn du es verträgst. Es gibt Menschen, die berühren sich nicht so gern, sollte man andere Übungen dann machen. Ist okay. Aber so, mach's. Und jetzt gibt es noch eine Technik dazu, das Ah. Okay? Ah. Okay, das macht was mit einem. Ah. Der ganze Organismus, vor allem dein Gehirn und Nervensystem, kriegt die Information, ah, wir dürfen uns entspannen, wir dürfen runterfahren. Ganz kurz. Ah. Wir warten immer, dass uns jemand berührt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn wir verliebt sind, dann tut es so gut. Wenn uns so jemand angreift, berührt, das kann man selbst auch machen. Ein bisschen ein leichtes Smiley, wie die Mona Lisa, das reicht. Das kannst du innerlich so machen. Machst einen kurzen Stopp, haltest inne, spür diese Berührung, nimm sie wahr und genieße sie. Einfach für 10 Sekunden reicht. Okay? Kann nur kurz rausnehmen aus der Situation. Ah, tut das gut. Okay? Gehen wir uns das selbst. So. Und dann haben wir noch eine Übung und zwar wäre das als nächster Punkt und zwar Finger halten. Finger Shiatsu, gibt es alles Mögliche, aber Spannende ist wirklich, wenn du hergehst, innehältst, so hergreifst und einfach diesen Finger haltest, nichts tust,
Da bleibst du bei der Sache und einfach spürst. Nimm einfach wahr, wie fühlt sich das an. Du kannst einen Finger machen oder du wechselst ab, bleibst bei jedem Finger 10 Sekunden circa. Du kannst für dich ausprobieren, was fühlt sich gut an. Ist bei jedem Menschen anders. So, und was kann man noch machen? Auch sehr, sehr angenehm, kennt man. Du gehst her, machst so, reibst, bis es richtig warm wird. Ja? Ganz warm. Und dann legst du die Hände so leicht gebeugt auf deine Augen, da hier auf die Stirn. Diese Wärme geht drauf in dein Gehirn. Einfach kurz inhalten und so reicht es. Nehmen wir nochmal. Und du bleibst ganz bei dir für ein paar Sekunden. Stopp vom Alltag. Und alles, was da ist, darf sein. Wenn du hergehst und im Geist sagst, ich muss mich jetzt entspannen, weil ich diese Übung mache, wird es schwierig. Weil dann machst du dir unbewusst schon wieder einen Stress, wie es sein sollte. Lass alles passieren, so wie es ist. Okay? Und einfach experimentieren. So. Was haben wir noch?